Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Mr. Random zieht wieder in die Schlacht und wer wird's heute werden? Ich wollte gerade sagen, der Dieb. Okay, der Warrior. Ja, das ist dann mit den Herzcontainern gar nicht mal so verkehrt, dass ich dann auch am Anfang den Ring nehme. Gut. Schauen wir mal. Also brauche ich mit dem nicht so wirklich auf Attack Speed gehen, sondern auf Herzcontainer und dann halt generell auf Damage. Crit, weiß ich nicht, ob sich Crit da noch so lohnen würde. Die Frage ist halt jetzt auch, ja, Melee Range ist halt wirklich, ist halt echt für die Tonne. So, Damage ist super. Und ganz ehrlich, das Ding schmeiße ich hier schon raus. So früh habe ich mich noch nie von einem Item getrennt. Oh, Schrein oder B. Dann nehme ich den Schrein. Auf jeden Fall. Stärke werden wir wahrscheinlich noch genug bekommen. Aber hier könnte direkt schon was Nettes dabei sein. Movement Speed, 30% mehr. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Und hier nehmen wir mal einen Schlüssel, weil Bomben bekommt man dann doch öfter als Schlüssel. In den meisten Fällen. Was ist denn hier los? Schon wieder ein Schrein. Es ist ja geradezu Schrein-Time. Wie bei Timelife. Attack Speed. Das wird ja schon. Das ist ja schon sehr, sehr interessant. Gut. Wir haben schon einen Schlüssel, wir haben aber noch keine Bomben. Trotzdem würde ich sagen, ich nehme jetzt erstmal noch einen Schlüssel. Weil bei Bomben kriegen wir auch jedes Mal zwei Stück. So. Und jetzt kriegen wir hier auch Bomben. Alles klar. Mehr Stärke, dafür braucht man einen Schlüssel. Ich würde das sogar direkt machen. Gut, jetzt haben wir schon Attack Speed. Movement Speed. Mehr Herzen wäre natürlich auch schon super. Das wäre dann nochmal mehr Attack Speed, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich nehmen möchte. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, ich nehme dann als erstes hier mal Beef. So, und was haben wir hier? Random Offhand Item. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ich nehme die Waffe. Oh. Das hätte jetzt echt wehgetan. So. Gut, kein Problem wie immer. Und natürlich würde ich dann direkt wieder sagen, wir gehen dann auch auf 10 Decks. Morningstar. Bleed. Okay. Ja, gut, warum nicht? 453, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Gucken wir mal. Die andere Waffe behalte ich jetzt erstmal nochmal, die Startwaffe. Werde ich dann rauswerfen, sobald wir irgendwas haben, wo sich das dann auch lohnen würde. Gut, Warrior Stash ist jetzt direkt am Anfang gar nicht mal so eine schlechte Idee, glaube ich. Attack Speed, ja, mit dem Herzen. Mit dem Herzen dabei und so. Melee Damage, also Damage kriegen wir eigentlich noch woanders und 10 ist auch das Minimale. Dann machen wir das so. Dann holen wir uns noch ein Herz. Blacksmith lohnt jetzt noch nicht. Mal abgesehen davon. Genau, es lohnt nicht. Wir haben noch überhaupt kein Gold. Bomben oder ich will auf jeden Fall hier schauen, dass wir irgendwie noch eine nette andere Nahkampfwaffe bekommen. Trident.
Ja, also was das angeht, hat ein bisschen mehr Range, aber ansonsten nehmen wir mal mit. So, warum nicht? Gut, zwei Schlüssel haben wir. Haben wir noch einen Warrior Stash. Lead Weapon Steel Fire Damage. Plus 10% Chance to Burn. Oh! Oh ja! Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Shop brauchen wir natürlich nicht. Dann können wir jetzt uns das erste Mal auch Gold holen. Das war sehr merkwürdig von mir gedasht. So. Wooden Chest. Ja, nehme ich halt gar nicht. Bisher haben wir noch gar nicht Decks gesehen. Gold. Na gut. So, jetzt haben wir hier auch Decks. Aber wir haben gerade mal einen Decks. Also, ja, aber 10 ist schon... 10 müssen das schon sein. Oder irgendwie über irgendwas anderes noch mehr Stamina. Nehmen wir nochmal Warrior Stash. Wir kriegen hier halt echt oft gerade Warrior Stash und dann die Schreine. Frostbane. Das ist ja faszinierend. Ob ich das aber lieber nutzen möchte als den Morningstar hier, das ist halt so eine Sache. Und ich glaube, Trident könnte ganz gut sein gegen größere Bosse, die wir halt dann auch mit allen treffen können. Die Reichweite ist halt ein Problem. Na gut, wir haben jetzt keine Schlüssel mehr. Mein Gott, brauchen wir viele Schlüssel. Ich würde erstmal sagen, ich probiere das mal hier mit. So, Random Offhand Item würde ich jetzt mal nicht nehmen. Das Problem ist, wenn ich das wieder nehme, dann geht das nicht. Hm. Gucken wir mal. Du solltest halt auch nicht allzu lange überleben. Alles durchprobieren. Oder die ganzen Debuffs dann auf tragen. 30% mehr Schaden gegen Bosse, ja super. Aber generell ist das jetzt irgendwie nicht so mein Fall. Ich würde... Jetzt haben wir hier aber schon ein paar Waffen. Was ist denn da los? Ja, ne? Also... Gut, das ist erstmal... Ich würde die erstmal so einordnen. Bomben. Nehme ich jetzt erstmal den hier. Jetzt brauchen wir noch Rage. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall hier erstmal gar nicht so verkehrt. Hat auch ein bisschen Reichweite und wir treffen die dann alle. 36 Gold, das ist jetzt noch nicht so viel, aber wir gucken mal lieber im Shop. So, Red Dice, Giftbox wäre natürlich wieder eine super Sache. Jop, dann... Oh, Repair Powder. Den Würfel hätte ich gerne auch noch. Bomben brauchen wir nicht. Int brauchen wir auch nicht. Dann können wir direkt weiter. Dex oder ein Schlüssel? Komm, ich nehme jetzt hier einen Schlüssel. Ich spekuliere jetzt einfach darauf, dass wir auch noch anders an Decks kommen, beziehungsweise noch öfter kriegen vielleicht. Vielleicht auch mal plus 3 später. So, hier haben wir nochmal Decks. Steht
Stärke oder einen Schlüssel, dann würde ich fast sagen, wir nehmen jetzt einfach direkt nochmal Stärke, damit wir möglichst schnell auch auf 10 kommen. Dann haben wir noch ein Herz mehr und dann noch mehr Attack Speed. So, Taverne oder Bomben, für die Taverne würde ich das jetzt, da würde ich jetzt erstmal noch nicht hin. Gut, Bomben. Blood Shrine können wir auf jeden Fall nehmen, würde ich sagen. Wir haben ja schon ein paar Herzen. Also, dieser Trident ist gar nicht mal so schlecht hier am Anfang. Movement Speed, okay. Jetzt wird's interessant. Infusion, ja, theoretisch schon irgendwie. Ja, okay. Noch ein Herz, ja. Gut, nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, nehme ich das Teil? Aber das ist wieder... Ich fange erstmal damit an. Das Problem ist halt, dann fällt halt die Fackel flach. Ja, machen wir das erstmal so. Und du solltest jetzt auch nicht das große Problem sein. Würde ja gerne Frostbane nehmen eigentlich. Das Problem ist nur die Reichweite. So, dann nehmen wir erstmal wieder hier einen Trident. Bombe. Muss man einfach immer nur so ein kleines Stück höher laufen. Oh, verdammt, ja. Das war super. Alles einstecken und weiter. Plus 3 Stärke sogar. Na gut, dann verzichte ich jetzt erstmal auf den Schlüssel. So, dann haben wir jetzt auch 10. Int brauchen wir halt gar nicht, auch wenn es dann 3 sind. Na gut, ich könnte halt, ne, was hier Frostbane angeht, mit Int, aber halt keine Option mit der Reichweite so wirklich, würde ich fast sagen. Schwierig. Nee, damit fange ich jetzt gar nicht an. So, 34. Wir können Armor kriegen. Armor ist schon mal nicht so verkehrt. Kann ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal gebrauchen, als in den Shop zu gehen. So, dann machen wir mit Stärke weiter. Schon wieder 2 Herzen. Rage will ich eigentlich nicht nehmen. Nee. Boah, das ist halt auch alles. Relentless könnte sich halt lohnen bei vielen Herzen. Später. Das ist alles. Ach, das ist doch alles. Ja, super. Ja, komm, dann nehmen wir hier plus 2 Herzen. Jetzt habe ich die ganzen Würfel dafür verballert.
Ja, das ist auch super. So, Golden Chest oder Gold? Golden Chest, ich nehme jetzt erstmal Gold. Okay, Blacksmith oder Obsidian Chest. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal eine Obsidian Chest. Reduces Elemental Damage Taken. Ich schmeiß das erstmal raus. Das Ding nehmen wir erstmal mit und dann gucken wir mal. So. Armory. Ja. Naja, gucken wir mal. Bleed, das ist auch wieder alles. Life Drain Scepter. Ja. Ja, das könnte halt auch noch sehr nett werden. Auf. Schwierig. Auf das Ding würde ich erstmal verzichten. Das packe ich dann aus, wenn ich halt Herzen brauche. Gut. Dex. Das brauchen wir nicht. Schlüssel können wir auf jeden Fall wieder gebrauchen. Was wir auch nicht brauchen, ist mehr Attack Speed. Wir brauchen mehr Damage. Gut, Random Melee Weapon. Ja. Ja. Können wir den mal ein bisschen langsamer machen? Oder auch nicht. Schon echt gut Schaden mit den ganzen Sachen. Vor allem dann noch hier mit dem Torch in der Nebenhand. Deadly Ninja Dagger. Nein, nein. Nee, will ich nicht. Dafür hätten wir jetzt, müssen wir Crit-Chance haben und die haben wir nicht. Gut, könnten wir kriegen. Jetzt die Frage, ne? Mana. Aber das Ding hier mit der Reichweite, ich bin da echt... Bin da ein bisschen skeptisch. So ein bisschen. Wir bräuchten dann sowieso vielleicht auch noch mehr Int und wir haben noch gar kein Int, deswegen nee. Nee. Oh, das ist super. Das ist eigentlich ganz super. Das Problem ist jetzt nur, was schmeiße ich denn raus? Ich nehme jetzt einfach das schon mal. Nehmen wir das mit, dann haben wir hier noch einen Schrein. Oder Stärke. Gut, wenn ich halt Stat habe, primär Stat oder einen Schrein, dann nehme ich eigentlich immer einen Schrein. Und es ist Luck. Das ist super. So, Dex geht jetzt langsam schon ein bisschen wichtiger. Gold oder ein Schlüssel? Ja gut, wir haben keinen Schlüssel. Deswegen ist das jetzt auch gar keine große Frage. Mehr Dex. Dafür bräuchten wir jetzt eine Bombe oder wir holen uns einen Würfel. Aber ich würde sagen, echt, wir brauchen erstmal ein bisschen Dex. Ich hätte zumindest schon mal gerne 10.
Auch wenn wir das jetzt noch nicht so brauchen, wirklich. Int, nein. Nein, ich nehme kein Int. Wow, das war ja überhaupt nicht knapp oder so. Mehr Decks? Ja, 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 ja. Diese Viecher sind so nervtötend. Mit ihren grünen Schüssen da, mit Zielsuch. Krempel. Wir haben aber auch noch nicht so wirklich bekommen, was prozentual den Schaden erhöht. Leiten. Ja, gut, ne? Nehmen wir mit, weil haben nichts anderes. Damit können wir jetzt nichts anfangen, weil wieder kein Schlüssel. Ich brauche jetzt aber diesmal echt eine Menge Schlüssel irgendwie. Oder ich benutze auch eine Menge Schlüssel. Brawler wollte ich halt eigentlich nicht nehmen. Aber die anderen Sachen... Gut, hätte ich eine Waffe mit Stärke und Dex, würde ich Intuition nehmen, aber so... Attack... Nee, nee, ja gut, da bleibt ja nur Brawler. So, wir könnten jetzt auf jeden Fall... Das brauchen wir, da brauchen wir eigentlich nichts von, dann gucken wir mal. Ja gut, das ist jetzt auch alles nicht so toll... Ach, hallo. Ach, hallo. So ist das natürlich auch super, wenn wir dann theoretisch noch nicht so schnell zu Fuß unterwegs wären. Könnten wir halt mit diesem Slow auch immer am Gegner dranbleiben und konstant Schaden drauf machen. Ja, das ist halt super Ring. Warum kann ich davon nicht zwei tragen? Gut, das ist hier keine Frage. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ja, das funktioniert aber auch gegen den Pfeil ganz gut. Wunderbar. Ja, jetzt so viel zum Thema wunderbar. Schlüssel würde ich jetzt erstmal nehmen. Blacksmith, ja, nein, vielleicht eher nicht, nein. Noch nicht. Eine Obsidian Chest. Ich spare mir jetzt. Wir haben halt so viele Bomben. Ich spare mir die jetzt. Meine Güte. So, mehr Stärke. Ja. Ja, das Ding macht jetzt schon nicht mehr so viel Schaden. Man merkt es auf jeden Fall schon. Warrior Stash oder mehr... Ja, komm, ich nehme jetzt mehr Decks. Ich will auf jeden Fall auf 10 Decks erstmal. Hallo! Und mehr Schlüssel. Gut, und hier natürlich keine Seelen, weil wofür? Der war aber ziemlich weit unten, der Hai.
Jetzt nicht hier meine ganzen Herzen verballern, bitte. Danke. So, noch mehr Gold oder ein Treasure Rock. Wir gucken erstmal hier. Ah, ja, ja, ja. So viel zum Thema. Nicht Herzen verballern, ne? Gold. Shop. Gucken wir mal im Shop. Wir können hier nehmen. Mehr Bleed Damage. Nein, nicht so wirklich. Ich weiß nicht. Range Attack Speed. Das könnte man hier halt nehmen in Kombination mit Morningstar, aber so viel ist das jetzt auch nicht. Schwierig. Wir nehmen hier ein Herz. So, bei dir könnte das echt ein bisschen blöd werden. Ja. Oh Mann, je mehr Herzen ich habe, desto blöder stelle ich mich an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich breche ab. Ich breche echt ab. Das gibt es nicht. Oh Mann, was war das denn für eine Katastrophe? Ich sag ja, Reichweite. Ja gut, jetzt kann ich dann erstmal... das könnte jetzt durchaus interessant werden. Tja. Ich habe kurz überlegt, nehme ich das hier, aber eigentlich, es müsste ja auch so reichen. Geht doch. Gut. Also, kann ich jetzt doch mal hier zu Nummer 3 greifen. Blacksmith wäre jetzt schon gar nicht mal so eine schlechte Idee. Zumindest auch die Rüstung zu reparieren. Aber auf der anderen Seite... Nee, komm, also... Wenn ich das nicht ohne schaffe, ja, dann weiß ich auch nicht. Das gibt es nicht. Das lief doch am Anfang so gut. Und jetzt wieder hier total... Ich hätte jetzt langsam echt gern mein Herz voll, Inventar voll. Ja, nein. Ja, komm, ich schmeiß das raus. Und so viel Herzen, da gibt es nochmal Stärke.
dauert halt so alles ein bisschen länger. So viel Schaden macht das Teil jetzt auch nicht. Aber sonst wäre es auch zu stark. Okay, ein Event oder... Ja, komm, Event. Event, Event. Damage, Flame, das ist alles. Kann ich? Kann ich nicht, okay. Kein Platz? Ich habe keinen Platz. Ich müsste eigentlich eine Waffe noch rausschmeißen. Ich schmeiß mal die Waffe raus. Dann nehmen wir den Trank noch mit. Und dann lassen wir das erstmal so. Mit Antidote kommen wir vielleicht dann auch einmal aus. Und dann nehmen wir hier Blood Shrine. Ja, genau. Hab auch nichts gegen... Ja, großes Kino. Nein! Ja, super Sache. Nein. Oh mein Gott. Das hat mich jetzt echt gerettet. Das hat mich jetzt echt gerettet. Jetzt können wir ja auch Luck mitnehmen. Ja, warum nicht? Bloodchest nochmal oder Armory. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie eine andere Waffe. Das ist blöd. Big Chomper. Ja, nee. Dark Wizard Staff, das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir dann denke, ha. Kann man nehmen, muss man nicht nehmen, aber ich nehme das jetzt einfach mal. So, Taverne, gucken wir mal. Du hast wieder so eine Geschenkbox. Ja, da muss ich echt immer Platz für haben. Die würde ich also... Das würde ich auch jedem empfehlen, die einfach immer zu kaufen. Gut, wir können uns da heilen. Da gibt es Bomben. Ganz ehrlich, dann... Ich brauche keine Bomben. Und sonst brauche ich hier auch gerade nichts. Schade. Schade. Das ist auch eine Waffe nach meinem Geschmack. Man muss damit nicht wirklich zielen. Gut, bei einzelnen kleinen Gegnern kann das schon passieren, dass man die dann erstmal nicht trifft. Aber ansonsten... Acme Stash, nein. Ich habe halt irgendwie... Ich habe keinen Platz. Okay. Ich glaube, ich nehme dann eher hier das Gold... Ah, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das Ding wird mehr Schaden machen. Das ist aber auch extrem schwierig, mit dem Ding dann irgendwas zu sehen. Ich habe gerade irgendwie einen Trank genommen. Sache, das ist halt echt nicht so dolle. Das wollte ich eigentlich nicht, aber hey! So, bitte nochmal. Dann war's das. Das war halt, ja, ich habe den Damage. Ich habe den Damage-Trank genommen, ne? Ja, gut. Dann haben wir wieder Platz. Sehen wir das mal positiv.
mehr... Wir haben genug Gold. Ich sage, ich behaupte, wir haben genug Gold. Eigentlich dachte ich, hey, der Stab ist super und so, aber wenn da so viel Zeug durch die Gegend fliegt, dann wird das wieder extrem schwierig, das Zeug zu sehen. Double Damage. Oh ja, mit dem Attack Speed ist das gar nicht mal so verkehrt. Ignore Pain würde ich jetzt erstmal... wäre wahrscheinlich besser, aber ich nehme hier das. Mehr Damage. Wir brauchen mehr Damage. Plus 3 Stärke. Ja, das klingt doch schon mal gut. Da muss man halt aber auch nah ran mit dem Teil. So, Mage Stash 9. Auf der anderen Seite... brauchen wir... Wir könnten noch ein... Helm, ich nehme das Gold. Nee, ich nehme das Gold. Nee. Blacksmith. Ah, das ist jetzt auch schon so eine Sache. Ich bin nach wie vor der Meinung, brauchen wir erstmal nicht. Ich will da auch keine Waffe von aufwerten. So, ein Shop ist schon mal ganz nett. Dann nehmen wir aber erst noch hier die Giftbox mit und das gibt dann nochmal Schlüssel. Da und Weapon-Upgrade. Das ist jetzt sehr interessant. Also, ach Gott, was soll ich denn da nehmen? Also wenn, dann würde ich wirklich die Waffe hier aufwerten. So für Bosskämpfe halt. Gucken wir mal, was es hier im Shop gibt. Schlüssel für 7 Gold nehmen wir. Mana Star nicht so wirklich. Damage Bonus, nein. Rare Equipment Item oder ein Event. Waren bisher alle blöd. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Event. Das ist wieder dieser blöde Ring. Eine ganze Menge mehr Stärke nehme ich. So, dann haben wir auch gleich 10 Decks. Das ist schon mal super hier vor direkt vom nächsten Boss. So, Random Magic Weapon. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Nicht. Eieiei. Ach, du auch noch. Ja, super. Du musst mich halt nur treffen. Das ist halt keine Option. Das bringt mir halt jetzt auch nichts, das Dingen. Die Waffen sind gerade alle so ein bisschen unpraktisch. Ich kann dem hier mit immerhin noch ein bisschen Burn verpassen. Noch zusätzlich. Ach, herrje, Mimi. Das Gute ist, ich habe was gegen Poison. Okay, und wehe, das hat sich nicht gelohnt. Oh, wow. Ja, ne? Also, das ist jetzt aber auch nicht so wirklich irgendwas, was ich nehmen würde, glaube ich. Ah, mal gucken. Mal gucken. Crit Multiplier ist halt... Und Int, ne? Aber... mir fehlen so Waffen für größere Entfernungen. Infusion. Ich probiere das jetzt mal hiermit.
Ja, nee. Ja, nee. Ich mache jetzt mit dem Ding hier weiter. So, drei Decks brauchen wir jetzt nicht um... Ah, gut, Schlüssel brauchen wir auch erstmal nicht. Können wir auch mal plus zwei Decks mitnehmen. Ah, im Himmel. So, Int, nein. Noch mehr Decks oder... Ja, Gold, nein. Nee. Ich will doch nur eine starke Nahkampfwaffe. Die muss ja auch nicht super, super stark sein. Es wird ja schon reichen, wenn sie einfach nur stark wäre. Crit Chance. Ja, ja, gut. Ich könnte... Ich nehme jetzt Crit. Was soll der Schmarrn? So, ein Shop oder ein Schrein. Ich nehme jetzt einen Schrein. In der Hoffnung. Wir kriegen hier nochmal mehr prozentual Damage. Stamina. Ja, gut. Warum nicht, ne? Random Infusion oder... Dann müsste ich direkt wieder was rauswerfen. Ich kann das Ding hier auch nicht mehr nehmen. Life Brain Scepter. Das Teil macht einfach zu wenig Schaden. Dann würde ich das direkt rauswerfen. Jetzt bei diesem Stab hier ist, glaube ich, Crit vielleicht auch nicht so verkehrt. Lightning. Toll, wir haben Lightning. Dann können wir das direkt mal nehmen. So, vier Schlüssel. Da gibt es nochmal Stärke. Bomben oder Random Potion. Nehmen wir mal die Bomben. Mehr Stärke. Random Magic Weapon. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Ich... Ja, komm, ich bleib hierbei. Und du bist eh ein bisschen breiter und so, ne? Heute habe ich echt so einen Tag, wo irgendwie... ausweichmäßig jetzt nicht so viel geht. Ich weiche jetzt nach hinten aus. Was soll der Schmarrn? Ja, ja, so viel zum Thema nach hinten ausweichen. Jetzt fall schon um. Oh mein Gott, das hat mich wieder so... Jetzt, was ist denn da los? Reload Time, Reduce Reload... Ja, genau, das brauche ich. Und jetzt das, ne? Da oben, ja, ist klar. Das könnte jetzt... Das könnte jetzt schwierig werden. Ich hab's nicht gesehen, wegen diesem blöden Zauberstab. Das gibt's nicht. Also, ich gucke jetzt nach dem Video, nach den Patchnotes. Das kann mir keiner erzählen. Da wurde doch dran gedreht. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.